Da habe ich nicht mit gerechnet, Leute. Interessant, dieser direkte Vergleich zwischen Oetker und Wagner hat mich sehr interessiert und es gibt wirklich bahnbrechende Unterschiede. Da habe ich die ganzen Discount-Pizzen gegessen, die waren nicht schlechter vom Teig. Geschmacklich ein Verbrechen. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir werden heute was ganz Besonderes machen. Wir werden einen TK-Pizzentest machen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen XXL und einen Premium-Pizzentest. Also nicht beides, sondern beides gemischt. Also geil mal wieder gesagt. Wir gucken jetzt rein, wir schauen, was wir uns Schönes gönnen. Ich habe schon den ein oder anderen im Kopf. Gustavo Gusto, so die Standard-Dinge auch, vielleicht Dr. Oetker. Machen schön direkten Vergleich. So werden wir das machen. Ja, wir gucken mal, was uns hier jetzt erwartet. Ganz spontan, vielleicht haben wir auch noch irgendein Special oder so. Ich versuche das mal so aus der Kundensicht zu betrachten. Du kommst hier rein, Wagner lacht schon sehr an. Für mich war früher mal so die Frage, Wagner oder Restaurante? Restaurante, was sage ich denn da? Ist schon, was ich meine. Und den Test werde ich jetzt auch einfach durchziehen. Also unter anderem, wir holen noch mehr. Aber das will ich jetzt hier mal ein für alle mal klarstellen. Für die bessere Vergleichbarkeit werden wir auch überall die Margherita nehmen. Einfach für die Vergleichbarkeit. Auf jeden Fall nehmen wir auch die Gustavo Gusto. 4,69, also ich glaube, das ist schon eine ordentliche Schippe drauf, ne? 3,39, ja, ist schon deutlich mehr vom Preis. Hier ist auch ein Überangebot, Leute. Man weiß überhaupt gar nicht, was man nehmen soll, sage ich euch ehrlich. So, Restaurante, ich wollte eigentlich einfach nur Margherita. Aber die haben sie hier gar nicht am Start. Ofenfrische nehmen wir auch. Da haben sie die Margherita. Sehr schön. Vorsichtshalber werde ich die auch noch mitnehmen, Leute. Mal gucken. Also der Vergleich natürlich, die gibt es halt nicht in Margherita. Oder noch besser, Leute, ich habe noch eine bessere Idee. Ich fahre noch in den Biomarkt. Da wird es auch noch eine Margherita-Pizza geben, in noch teurer. Bei mir einen geilen Plan habe ich. Und da ist mein Feini. Da ist ja mein kleiner Feini. Ist Papa wieder zu Hause, Matti? Ist Papa wieder zu Hause? Jo, mein Schatzi. Puff tot. Ein Feini bist du, mein Schatz. Ja, da kriegst du auch ein Feini von Papa. So, danke fürs Feedback. Lachsöl soll laut euch wirklich gut sein. Für den Hund, für das Fell und so weiter. Also ich habe einen geilen Plan gemacht, Leute. Auch voll auf Travel-Holle. So, ich zeige euch jetzt alle Pizzen. Und wir werden den Preis nach, von den günstigsten bis zur teuersten, wenn wir hochgehen. Überrascht mich selber auch. Guck mal. Kilogrammpreis. Ofenfrische 9,58, Wagner 11,30, also wir sprechen vom Kilopreis, ne? Dann aus dem Biomarkt Follow Food mit 11,34, Gustavo 11,44, Dr. Oetker Knallerpreis 12,47, der Kilopreis. Und zum Schluss Biopolar mit sogar Vorteig gemacht, 13,84. Guck gerne bei mir auf dem Zweitkanal rum, da habe ich das Ganze mit Discount-Pizzen gemacht. Das ist mein weiter Unterschied. Gerne sowieso Zweitkanal abonnieren, das ist in der Videobeschreibung. Kommen auch genau so Videos wie hier auf dem Erstkanal. Also nichts anderes, nur halt ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist die Gustavo Gusto Riesenmenge Käse. Da ist sogar Bergkäse drauf. Dr. Oetker, auch ordentlich Käse. Ganzer Berg, Dr. Oetker, Wagner. Die teuerste im Game, die Biopolar. Und hier nochmal die Followed Food. Sehr wenig Käse. Also, let's go mit der Ofenfrischen. Wir gehen bei jeder Pizza dann separat nochmal auf Inhaltsstoffe so ein bisschen ein. Was ist da drin, was speziell ist. Man hat ja auch gesehen, wir haben ja auch einen TK-Döner-Vergleich gemacht. Da war eine, da stand dann wirklich drauf, Sous Vide gegart und so. Bei dem hier haben wir ja, wie gesagt, den Vorteig bei der teuersten Pizza. Bei diesem Sous Vide-Ding, das hat echt geknallt. Also manchmal ist da sogar was hinter, wenn die da so eine Special-Methoden haben und damit werben. Aber manchmal ist es auch Schmarrn und es schmeckt einfach nur trotzdem Grütze oder erst recht Grütze, wie auch immer. Wir hauen jetzt die Ofenfrische rein. Nutri-Score C. Bei diesen Pizzen irgendwie Standard. Bei den günstig Pizzen war das überall Nutri-Score A oder in einem Fall B, die wir getestet haben auf dem Zweitkanal. Palmfett, Säuerungsmittel, Calciumphosphate, Calciumcitrate, Mono- und Diacetylweinsäureester, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren. Also da sahen die günstig Pizzen von Aldi und so besser von den Zutaten aus, aber egal, wir gehen heute auf Geschmack. Gucken wir mal, wie wir die jetzt machen.
Ich weiß noch, mein alter Schwiegervater, wenn man so seine erste Freundin hat, Schwiegervater will man immer nicht sagen, so, der hat immer recht. Der war der Überzeugung, das muss man immer damit reinschieben. Die haben immer das Ding hier mit reingeschoben und mit einem völlig weichen Boden gegessen. Die waren der vollen Überzeugung, dass das so gehört. Ich habe einfach auch so gegessen, denn hier ist sogar noch ein Backpapier drunter, kann man einfach reintun. 250 Grad, let's go. Die Pizza ist fast fertig. Was ich erst mal merke, ist mir hier aufgefallen, der Geruch. Wir sind, wie gesagt, noch bei der Ofenfrischen. Ich bin schon wieder raus aus dem Thema. Es riecht wirklich extrem frisch. Gar nicht so wie so eine normale Tiefkühlpizza, wisst ihr? Dieser Hefegeruch, der aufsteigt, schon vom Geruch super. Sieht schon prächtig aus, Leute. Also für eine Tiefkühlpizza sieht die schon wirklich prächtig aus. Viele haben das auch vorgeschlagen. Ich guck mal, ob ich was in den Kommentaren finde. Schreibt auch gerne eure Ideen für weitere Formate rein. Es gibt so viele Tiefkühlpizzen, ob online, ob noch andere unbekanntere Premium-Marken, unbekanntere Pizzen. Wir können alles machen. Den knusprigen Rand ist das schon, muss man sagen, der Bilderbuchpizza. Kann es nicht anders sagen. Guckt euch mal den Rand an. Ich kann mich noch erinnern, damals, als ich die früher gekauft habe und so durch die Regale gegangen bin, habe ich auch mal die Ofenfrische gekauft. Ich fand die auch fresh. Und rein aus Erinnerung von früher, hätte ich vielleicht sogar gesagt, besser als die anderen. Aber trotzdem ist mein Kauf selten auf diese Pizza gefallen. Rand ein bisschen mit Käse gesprenkelt. Gut, Leute, was soll man da sagen? Backpapier sollten wir mal abmachen. Schöne Bräunung. Boden leicht pappig, hätte ich nicht gedacht. Direkt sehr tomatenlastig. Wird wahrscheinlich nicht bei jeder Pizza sein. Ich glaube, zum Beispiel bei der Gustavo wirst du Käse im Fokus haben. Merkst du den Zucker, den sie verwenden? Definitiv, auch recht weit oben. Jetzt hört man den Rand. Knusper, knusper, Knäuschen. Rand ist spitze. Leicht der Käse drauf, wie ich es hier eingeblendet habe, auch vorhin. Geiler Effekt, schön kross der Käse. Kann man es nochmal besser sehen. Ich nenne es immer den Käsebrötchen-Style, dieser schön kross gebackene Käse. Ach, die Glocke, ey. Ja, der Käsebrötchen-Faktor. Guck mal, wie luftig. Das muss man denen eingestehen. Guck mal nach der Wagner-Pizza. Wir dürfen uns nicht zu lange bei jeder Pizza aufhalten. Kurzdiagnose, Belag stabil, Boden innen bei der Pizza hätte ich noch ein bisschen mehr. Crossheit erwartet, ein bisschen mehr Knack. Habe ich punktuell jetzt gehabt, aber überwiegend nicht. Denke so bei der Margherita-Pizza, der Geschmack, Tomate, Käse, wird meist recht Standard sein, sich natürlich unterscheiden. Aber da darf man jetzt nicht irgendein Wunder erwarten. Wir vergleichen das. Aber der Rand, wirklich. Das ist eine Tiefkühlpizza, Leute, das ist wirklich stabil. Die ist schön kross hier. Ich hole sie sogar vor Backempfehlungen raus. Kann jetzt schön abkühlen, werden wir gleich die nächste reinschieben. Ich liebe das Format, ich liebe das. Wir gehen einen Schritt nach oben vom Preis. Gehen wir auch vom Geschmack nach oben? Das ist die große, große Frage. Geruch gleich ganz anders, Leute. Riecht so ein bisschen nach Spaghetti mit Tomatensauce von, ist das Maggi? Ich weiß es nicht. Ganz tomatenlassig, steigt direkt auf. Zerkleinerte Schältomate, auch ein bisschen was anderes. Im anderen war es, glaube ich, Püree. Riecht definitiv schon mal anders. Rapsöl verwendet, Weizen-Sauerteig. Also von den Zutaten hier, Leute, ist die hier eindeutig besser. Wenig bis gar kein Mist drin. Ja, Zucker, werden wir verkraften, deutlich besser. Hat sie auch im rohen Zustand gesehen. Schön viel Käse drauf gewesen. Auch pappiger Boden wieder. Habe ich anders in Erinnerung. Noch süßer als die eben. Man sieht das TK-Feeling einfach viel, viel mehr. Kommen wir nicht drum rum. Wir testen TK-Pizzen. Ist auch nicht schlimm. Nicht falsch verstehen. Aber wir suchen die Pizza, die da am nächsten an eine frische Pizza rankommt. Sagen wir es mal so. Ja, wir suchen die beste Pizza einfach. Bevor ich mich hier in irgendeinem Mist verstricke. Diesen Rand kann ich mir erinnern. Ganz dünner, knackiger Rand bei dieser Pizza. Da konnte ich mich dran erinnern, nach all den Jahren, wo ich sowas nicht gegessen habe. Ja. Ganz typisch für diese Wagner, ich möchte jetzt nicht sagen Kriegsteig. Also
bisschen keksig, fehlt die Süße natürlich dafür. Eventuell ist es Einbildung, aber ich finde, du merkst auch, dass diese Tomate, die da drauf ist, eine andere Konsistenz hat. Genau, zerkleinerte Chili-Tomate ist etwas grober in der Textur, merkst du? Boden aber todespappig. Wenn man sich nach dieser Pizza fragt, woran man sich erinnern kann, es ist definitiv der Rand. Dieser Rand ist so knackig. Die Pizza schmeckt, die haust dir rein. Auch da, man weiß, was man kriegt, man weiß, was man sich holt. Man holt sich eine TK-Pizza, kann man essen. 100%, aber du merkst definitiv stark die Defizite. Ich bin gespannt, wie die anderen Pizzen jetzt werden. Aber wenn ich das vergleiche mit den Discount-Pizzen, ist die hier noch besser. Mehr Belag und so weiter, aber boah, so ein Knaller drauf ist es auch nicht. Sagen wir mal so. Wir gehen in die nächste Runde. Als nächstes kommt die Gustavo, Leute. Da sind wir alle gespannt. Danach kommt die Gustavo. So, Gustavo Gusto, nur mal ganz schnell 20 Minuten antauen. Das machen wir eben. 250 Grad vorheizen. Was ist immer wichtiger, als man denkt, diese Sachen zu beachten. Gustavo Gusto ist fertig. 6 bis 10 Minuten, ich merke, die wird zu schwarz. Bei 7 Minuten hole ich sie jetzt raus. So, die nächste Pizza lasse ich schon mal antauen. Die muss angetaut werden und interessanterweise auf der ganz unteren Backschiene. Die Gustavo Gusto, Leute. Da bin ich jetzt hyped. Die hauen in der Beschreibung auf der Packung auf die Kacke, als würde mich der heilige Tempel der Pizza erwarten hier auf dem Teller. So sieht sie aus. Ich hätte mit nochmal Käseexplosion gerechnet, an ein paar Stellen wie hier. Sehr viel Käse, denn hier doch etwas weniger. Schöner Rand auch, ne? Wenn man hier guckt, wirklich schöner Rand. Wie die Ofenfrische hat die hier schon mal ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal durch den Rand alleine. Rand bei einer Restaurantpizza ist ja echt Trumpf immer. Der muss so schmecken, dass du ihn dir so pur bestellen würdest. Dann ist es eine gute Pizza. Und hier, das könnte was werden. Gustavo Gusto, mein Lieber, was kannst du? Die viel umworbene, gelobte Gustavo Gusto. Guck mal den Rand. Dünn, hängt durch, so nach dem Feeling neapolitanische Pizza. Weiß nicht, ob das hier gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wir gehen rein. Tomatiger Biss, käsiger Biss, Käse ein bisschen. Bei Wagner, da hatten wir diesen Mozzarella-Biss. Mozzarella wird ein bisschen kalt, so du merkst diesen Käse, du schmeckst auch die Masse an Käse. Das wird hier auch, ja, Mozzarella. Aufs Tomatenfeeling mal direkt. Da kannst du hier bei keiner Pizza sagen, dass ein Tomatenfeeling besser oder schlechter ist. Der Rand ist hier tatsächlich besser. Ich habe mich für einen kleinen Moment, ihr habt diese schwarzen Stellen, seht ihr teilweise, bei der Pizza hier zum Beispiel. Wenn ihr jetzt an eine neapolitanische Pizza denkt, diese schwarzen Blasen, die sich da außen bilden, das ist das, was diese Pizza ausmacht. Das ist das, dieses Dunkle, diese Röstung, diese Tiefe, die diese Röstung in die Pizza, in den Geschmack reinbringt. Und hier diese Röstung hat für einen Moment tatsächlich daran erinnert. Nicht, dass der Teig so gut ist wie im Restaurant. Absolut nicht. Können wir nicht erwarten. Wir sind zu Hause, wir testen Tiefkühlpizzen. Aber dieses Feeling von dieser Röstung eben war stark. Knusprig außen, hat Tiefgang daran. Du hast tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass du dich in so eine Restaurantpizza reinflashen kannst. Es ist tatsächlich ein bisschen besser. Da heißt ein bisschen, hier ist schon ein Schwung nach oben. Gerade das Durchhängen, Leute. Das wird so gewollt sein. Belag-Feeling hängt ein bisschen nach Frisch hinterher. Aber im Gesamtfeeling kannst du dich da in eine ansatzweise in eine Restaurantpizza reinflashen. Eindeutig. Wir gehen mit dem Preis jetzt noch nach oben, Leute. Jetzt geht's mit dem Preis nach oben. Am Ende der Jagd werden die Schafe gezählt. Die ist ganz schön schmal angegeben. Jetzt kommt die Dr. Oetker, Leute. Die ist nochmal deutlich teurer. 12,47 auf die 100 Gramm. Das ist ein dicker XXL-Test, Leute. Ich feiere es gerade hart. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Gebt mir euer Feedback. Bewertung natürlich aller Pizzen ganz am Schluss. Komm her, mein Lieber. Weizenmehl, Mozzarella, Schnittfester, pasteurisierte Tomatenwasser, Tomatenkonzentrat, Oregano, Zucker. Wow, kein Schmarrn drin. Leicht angebräunt, nicht verkehrt. Leicht knusprig noch, so auf dem Vergleich zu Wagner. Eine interessante Sache. Bei Wagner muss man auch sagen, am Anfang direkt aus dem Ofen war sie leicht kross. Aber wenn man auch nur ein paar Minuten wartet, wird sie unten pappig. Dann wird sie pappig durchs Drauflegen, Kondenswasser auf den Teller. Immer noch knusprig, leicht. Rand hätte ich mehr erwartet von der Optik.
Interessant, dieser direkte Vergleich zwischen Oetker und Wagner hat mich sehr interessiert und es gibt wirklich bahnbrechende Unterschiede. So, da habe ich nicht mit gerechnet, Leute. Also pass mal auf, bei der Dr. Oetker, Boden viel länger knuspriger. Jetzt wird er langsam pappig, so nach wirklich 10 Minuten, nachdem die draußen ist. Boden, deutlicher Pluspunkt, Dr. Oetker zu Wagner. Jetzt aber der Rand außen. Der Rand außen bei Dr. Oetker eher wie ein Unfall. Einfach zu knusprig, irgendwie zu ungewollt. Da habe ich die ganzen Discount-Pizzen gegessen, die waren nicht schlechter vom Teig. Außen. Also waren anders, aber nicht schlechter. Da ist Wagner, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben außen so einen Special-Keksteig. Ist auch nicht der Inbegriff von irgendwie einer frischen Pizza oder so, überhaupt nicht. Oder der Inbegriff von einer Perfektion. Aber er hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und da wird es den einen oder anderen Liebhaber geben, der das wirklich tierisch liebt. Und auch einzigartig. Hier, klar, ist logisch, wird es auch welche geben, die feiern das hart ab. Gibt es immer. Aber es ist jetzt, hat alles andere als mit irgendwas Innovativem zu tun. Nur irgendwas, wo man sich, ja, für brüsten kann. Das geht einfach hier schief. Dafür der Boden in der Mitte, wie gesagt, knuspriger. Das ist ein schweres Ding hier bei Wagner und Oetker. Und innenleben Teig, Tomatensauce, alles an und für sich gleich. Ich hätte halt auch die normale Restaurante interessiert, aber da gibt es keine Margherita. Jetzt kommt Biopolar Pizza aus Berlin, die antauen musste, kommt jetzt rein. Was ich sagen, Leute, die sieht mir auch nach einem dicken, geilen Rand aus. Also das zumindest. Okay, und eine Ansage hier bei Biopolar. Ganz am Schluss, nach der Zubereitung und der Umwelt zuliebe, Recycling, Karton und Folie bitte getrennt entsorgen. So lobe ich mir das, Leute. Zwei teuerste Pizza im Test mit einem Hefe-Vorteig. 21% Mozzarella auf der Pizza. Weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das sieht gar nicht so viel aus. 20% Wasser. Darf man sich nicht täuschen, dass man jetzt denkt, oh, die haben gestreckt. Bei der Pizza ist es ja eher, zumindest bei der frischen Pizza, ein Qualitätsmerkmal. Je höher die Hydration, desto besser oft auch die Pizza. Natives Olivenöl extra benutzt als Zutaten on point hier, Leute. Zutaten wirklich on point. Richtig, richtig gut. Meersalz genutzt. Die könnte knallen mit einem Vorteig. Das machst du doch nicht, wenn sie denn auch scheiße schmeckt. Dann nimmst du danach, denkst du, egal, kann auch normal nehmen, braucht keinen Vorteig. Gut, hört sich besser an, aber du willst auch, dass die Leute die Pizza wieder kaufen. Wie bei Gustavo Gusto, geile Bräunung im Teig außen. Für eine TK-Pizza wohlgemerkt. Raus damit, wir nehmen das gesunde Mittelding. Das beschlägt. Kräuter oben noch drauf. Weiß nicht, ob wir das überhaupt bei einer hatten. Liefert gleich einen wilden Einblick, Leute. Einen wilden Einblick. Sieht wild aus, ey. Sieht wirklich wild aus. Hält sich gerade wie mein kleiner Schwengelito am Morgen. Feinporig, der Teig außen. Ist das wild? Schmeckt da auch so, wie er aussieht. Von innen milder die Pizza. Wird beinahe sagen milchiger. So eine TK-Pizza, weichig, wolkiger Rand. Außen punktuell der Knusper, aber von innen wirklich weich. Weich, weich, weich. Leichtes Mehlfeeling noch außen am Teig. Mittig, aber auch pappig. Da war die Dr. Oetker lustigerweise echt am stärksten. Die hat auch Alleinstellungsmerkmal. Die ist wirklich ein bisschen milchiger, ein bisschen sanfter von innen. Ganz andere Tomatensoße, nicht dieses konzentrierte, sondern sanfter. Käse merkst du trotzdem. Hier, Henkel, durch jetzt. Hier ist nicht verkehrt, Leute. Wirklich nicht verkehrt. Hier war sie so knusprig gerade. Und der Teig von unten hat so eine leichte Süße, so eine leichte Lieblichkeit. Richtig angenehm im Mund gewesen. Und im Nachhinein kam wirklich vom Innenleben so ein leicht butteriges Feeling rüber. Sanfter wirklich der Teig raus. Also wirklich, man merkt hier einen Unterschied. Diesen handgezogenen Teig und so. Fast weggemacht, die Pizza schon. Das geht ruckzuck. Scheiße, ich hab viel gegessen schon wieder. Ich muss es sacken lassen. Wir gehen zur High-End-High-End-Pizza. 6,99. Leute, ey. Wo kommen wir denn? Jetzt kommt die Variante aus dem Biomarkt. Follow Food, die so wenig vielversprechend aussah. Buchweizenmehl drin. Maisstärke, Buchweizenmehl, Kartoffelstärke, Rohrzucker statt normalen Zucker, natives Olivenöl extra und sogar eine glutenfreie Teigzubereitung. Ach so, da ist gar kein Weizen drin. Da ist nur Buchweizen drin. Das Alleinstellungsmerkmal, Leute. Gerade Glutenintoleranz, Fachbegriff, wenn ich mich nicht täusche, Zöliakie und laktosefreie Mozzarella. Also für die Reizdarmfraktion da draußen ist es genau das Richtige. Finde ich eine coole Idee. Buchweizen, ich habe selber damit schon gebacken.
Wird schnell bitter ein Produkt. Nachhaltig, Transparenz, Ökobilanz, top. Damit können wir uns doch identifizieren. Bei der 6,99 Pizza, dafür kriegst du eine frische Pizza, safe. In der Größe auch teilweise im Restaurant. Sehr interessant, hier nochmal außen auch so ein bisschen die orangene rote Farbe von der Tomatensauce. Siehst du hier auch schon im Rand. Und du siehst hier leicht schon von vornherein kross gebacken, vorgebacken. Das ist natürlich einmal rum bei der Pizza. Die kommt jetzt schon mal rein. Die ist wirklich kross durchgebraten. Ich habe noch lange vom Limit rausgeholt. Ich hätte noch eine Minute nach Packungsbeilage. 8 bis 10 war das, glaube ich. Ei, heiß! Die Stunde der Wahrheit, Leute. 6,99 für das Ding, ey. Schön geschnitten, Holly. Glutenfrei mit Buchweizenmehl, das ist hart. Viel mit Verdickungsmittel aber gearbeitet. Relativ, na, geht. Das ist nicht so viel, nee, nee. Ja, doch schon noch viel. Ich peile den nicht ganz durch, sage ich ehrlich, aber egal. Kerniger, nussiger Geschmack. Muss man sagen. Todesharter Rand. Geschmacklich aber okay. Erstaunlich lieblich von außen. Mit recht viel Öl wahrscheinlich gearbeitet. Auf jeden Fall nicht schlecht. In dem Fall, wenn ich sage butteriges Feeling, nennen wir es mal lieber öliges Feeling. Aber du merkst den Ölgehalt, nicht verkehrt. Ich habe 1 bis 2 Minuten vor Packungsbeilage rausgeholt. Nicht, dass ich sage, ich habe viel zu lange gebacken. In der Mitte ist sie auch in Ordnung. Aber monströs hart außen. Innen wie die andere Bio-Pizza auch, recht geschmeidig, bisschen käselastiger als die anderen, die Bio-Pizza auch. Wo es augenscheinlich nicht mehr Käse ist bei dieser Pizza und bei der anderen Bio-Pizza, im Vergleich zu den konventionellen, das Käse-Feeling kommt ein bisschen mehr durch. Bei den anderen kommt es mehr vom Biss durch, du merkst diesen Mozzarella vom Biss, er war hart und hier kommt es mehr vom Geschmack durch, dadurch, dass ein bisschen, ja, die Tomate ist nicht so intensiv, ist ein bisschen milder, so durch diesen milden Käse. Leichte Kräuter. Aber mal ganz ehrlich, Leute, die Pizza schmeckt anders hier. Du merkst das andere Mehl, weil man ein Glutenproblem hat. Absolute Alternative, dann wird es auch den Preis wert sein. Rein von den Zutaten, aber wenn man schon sagt, Gesundheitsschiene, wenn man kein Glutenproblem hat. Weiß nicht, ob die jetzt besser ist als die andere Bio-Pizza. Weizen bin ich auch kein Fan von, wenn man sich da reinflasht, ist nicht das Beste, aber man darf es auch nicht verteufeln, es wird manchmal auch ein bisschen übertrieben. Ich denke, da ist jeder Mensch auch verschieden, der eine verträgt so, der andere so. Das ist immer ein Stichwort, wenn jeder Mensch ist verschieden. Die ganzen Sachen, die irgendwas komplett kaputt reden oder komplett hypen, vergessen immer, dass jeder Mensch verschieden ist. Aber die ist sicherlich nicht schlechter als die andere Pizza von Zutaten. Und 6,99, das will ich damit sagen, Leute. Rein geschmacklich. Ein Verbrechen. Geschmacklich ein Verbrechen. Der Preis. Sie geht klar, immer noch eine normale Tiefkühlpizza, aber der Preis, Leute, rechtfertigt nicht den Geschmack. Das sagen wir so. Rein den Geschmack. Zutaten ist was anderes. Aber sonst ist der Preis ein Verbrechen. Ab zur Bewertung. Leute, was soll ich sagen? Wie viele Tiefkühlpizzen habe ich eben gegessen, Mann? Gehen wir der Reihenfolge nach die Pizzen durch. Eigentlich relativ leichte Sache. Gute Tendenz am Start. So ofenfrisch, ich rede jetzt oft mit euch. War eigentlich so zwischen 7,8 und 8, weil der Boden doch pappiger war, als ich dachte. Aber der Rand war einfach Welt. Es ist schon ein Stück drauf zu so einer normalen Pizza. Preis müsst ihr mit einbeziehen. Ich bewerte jetzt nur den Geschmack. Ich sage, für die ofenfrische kannst du gut eine 8 von 10 Kanzler geben. Weil mein Herz sagt 7,9, Leute. Mein Herz sagt 7,9, weil er doch in der Mitte zu pappig war. Mein Herz sagt 7,9. 7,9 für die Ofenfrische. Die Wagner bewerte ich mit einer 6 von 10. Einfach für eine Tiefkühlpizza geht's klar. Dieser Rand außen auch noch irgendwie special. Kann man Fan von sein, kann man aber auch kein Fan von sein. Pizza 3, die Gustavo Gusto. Und die bewerte ich tatsächlich. Wir sind am Anfang im TK-Pizza-Game drin. Ich möchte sehr gerne noch viele, viele testen. Schreibt mir mal eure Marke, die ich irgendwo bekomme oder vielleicht auch bestellen kann im Internet rein in die Kommentare. Ich mache noch eine Runde mit wilden, geilen Pizzen. Deshalb gehen wir nicht zu weit hoch am Anfang. Und gehen auf eine 8,6 für Gustavo Gusto. Einfach, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Dr. Oetker gebe ich auch eine 6. Die war in der Mitte hat sie besseren Boden gehabt als die Wagner. So, dafür außen Katastrophe. Aber der Rest ziemlich gleich. Dann kam die Biopolar, die war auch wirklich saustark. Also am anderen Tag vielleicht genauso stark wie die Gustavo Gusto oder eine andere Sorte. Aber ich gebe da eine 8,4 einfach aus dem Bauch heraus. Aber die war wirklich stark, ey. Wirklich gut, geile Inhaltsstoffe. Letzte Pizza, geschmacklich die schwächste, glaube ich. Ja, die hat gewisse Kernigkeit noch gehabt. Das ist so eine Sache, wo man sagen kann, okay, geil. Nehmen wir mal Gesundheitsfaktor, Glutenfaktor raus. Alles einfach Geschmack. Kannst du eine 5,5 kannst du da noch geben. Eine 5,5
5,5, aber da echt mit einem Auge zudrücken, 5,5. Da sieht man mal, die teuerste Pizza geschmacklich die schlechteste. Aber da geht es beim Preis wohl viel auch um den Glutenfaktor, denke ich mal. Wie dem auch sei, ich denke das jetzt nicht tot. Wir belassen es jetzt dabei. Danke euch fürs Zuschauen. Ich liebe diese TK-Dinger, Mann. Ich liebe die TK-Dinger. Knallt mir den Daumen oben rein des Todes und lasst mir unbedingt eure Kommentare, wie es weitergehen soll im TK-Bereich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, bis dann.